wurde auch gefragt, was ich von Bodyhair-Transplantation halte. Bodyhair-Transplantationen nehmen deutlich zu und es ist ein Unterschied, ob man Haare vom Körper für die Kopfhaut verwendet oder umgekehrt, wenn man Kopfhaare für Bart, Schnurrbart, Augenbrauen verwendet. Allgemein gesagt ist Bodyhair auf der Kopfhaut eine gute Möglichkeit, speziell bei fortgeschrittener Kahlheit, wenn man beide Bodyhairs, Bart und Brust, mit Kopfhaar kombiniert, um gegen fortgeschrittenen Haarausfall vorzugehen. Bodyhairs haben ihre Einschränkungen, weil die meisten Units aus einzelnen Haaren bestehen, die gekräuselt sind und eine andere Struktur haben können, also Bodyhairs sind eine gute Option, wenn man ein guter Kandidat ist. Und es ist wichtig abzuklären, ob die vorhandenen Haare mit Bodyhairs kompatibel sind und dass man realistische Erwartungen hat. Wie schon gesagt, die meisten Bodyhairs bestehen aus einem Haar, selten aus zwei oder drei Haaren und bei Bodyhairs bevorzuge ich speziell den Bart, denn dieser besteht wie bei Kopfhaaren aus einigen Haaren. Bart wird also wie Kopfhaar wachsen, dasselbe ist mit Brusthaaren. Aber wenn man mit Beinhaaren oder anderen Teilen des Körpers anfängt, wird man mit einer höheren Prozentanzahl von telogenen Haaren zu tun haben und deshalb ein weniger erfolgreicheres Ergebnis erhalten als mit Bart- oder Brusthaaren. Also es ist wichtig zu wissen, was man will und ein klares Verständnis über die Technik und was damit möglich ist. Es ist ein großer Hype zurzeit, aber an guten Händen kann man damit ein gutes Ergebnis erhalten und eine Veränderung bei Patienten, die misslungene Haartransplantationen hatten und viele Vernarbungen. Wir haben mitunter die größten Bodyhair auf Kopfhautrestaurierungen durchgeführt und wir haben auch bei Chemotherapie-Patienten mit einem schwachen Donor und wenig Wachstum Bodyhairs verwendet und so den Donor wiederhergestellt und Stripknappen verdeckt. Aber die Indikation und die Aufklärung des Patienten ist wirklich wichtig. Thank you so much for watching our videos and for more great content, don't forget to hit that subscribe button and also go to www.bhrclinic.com and start your journey for a free assessment with Dr. Bezanga. Thanks ever so much. Let's get started together and look forward to seeing you soon.